Im Thumbnail habt ihr jetzt schon diesen Mob gesehen, und zwar den Strider. Aber bevor wir zu denen kommen, erkläre ich jetzt noch die anderen größeren Änderungen. Und zwar kann man jetzt aus einem netherite-baren und 8 gemeißelten Steinziegeln einen Leitstein craften, welchen man dann überall platzieren kann, je nachdem, wo man will. Und der Sinn von diesen Leitsteinen ist eben, dass der den Weg zeigt, und zwar mit einem Kompass. Also bekanntlich funktioniert der Kompass ja im Nether nicht. Der funktioniert übrigens jetzt auch nicht, obwohl man einen Respawn-Punkt hat mit dem Respawn-Anchor. Sehr interessant. Aber man kann den Kompass trotzdem verwenden, und zwar, wenn ich jetzt einen Rechtsklick mit dem Kompass auf diesen Leitstein mache und der zeigt dann eben immer auf diesen Stein und wird auch umbenannt in Leitstein-Kompass. Man kann das auch mit mehreren Leitsteinen machen. Das heißt, ich kann jetzt auch einen zweiten Kompass nehmen und der zeigt dann eben auf diesen Leitstein. Es wäre dann natürlich gut, wenn man die umbenennt mit einem Amboss, denn dann weiß man, zu welchem Leitstein der jetzt genau zeigt, der Kompass. Aber das Ganze funktioniert übrigens in jeder Dimension, also auch im Ende sowohl als auch in der Oberwelt. Aber wenn ich jetzt mit diesem Kompass in die Oberwelt gehe oder ins Ende, dann funktioniert der dort natürlich nicht. Also der funktioniert jetzt wirklich nur im Nether, weil eben auch der Leitstein im Nether ist. Den Block kann man mit einer beliebigen Spitzhacke wieder abbauen, damit er getroppt wird. Aber wenn ich den jetzt eben zerstöre, dann funktioniert auch der Kompass nicht mehr. Aber man kann den Kompass natürlich auch wieder reaktivieren, indem ich den Leitstein wieder setze und dann wieder mit dem Kompass rechtsklick mache. Und dann sind wir auch schon bei den Stridern, der neue Mob, der in Lavaseen nur im Nether spawnt. Und zwar spawnen die bis einschließlich Höhe 31, also eigentlich in jedem Lavasee im Nether, weil die Lavaseen sowieso im Nether immer auf dieser Höhe sind. Und dieser Mob ist tatsächlich der einzige komplett friedliche Mob im Nether, denn der greift den Spieler niemals an. Die Spider spawnen übrigens auch mit der Baby-Variante und ab und zu spawnt das Baby auch direkt auf den Kopf von den Strider. Und der Strider ist übrigens ins Deutsche mit Schreiter übersetzt worden. Und es kann eben auch sein, dass diese Strider mit einem zombifizierten Piglin spawnen und diese haben dann auch direkt einen Sattel aufgesetzt. Die Wahrscheinlichkeit ist dafür aber sehr gering. Das heißt, man sollte sich schon seinen eigenen Sattel mitnehmen, um eben auf einen Schreiter reiten zu können. Den kann ich allerdings jetzt noch nicht steuern, denn dafür brauche ich eine Wirpilzrute. Also das ist genauso wie wenn man Schweine reitet und dann eine Angel mit einer Karotte hat. So ist es das jetzt eben hier, nur mit einem Netherpilz und zwar den Warped Fungus. Und ich kann übrigens auch schneller reiten, indem ich einfach einen Rechtsklick mache, dann peitsche ich quasi den Schreiter und dann läuft er schneller. Wenn der allerdings an Land geht, wird er langsamer. Und wenn der auch am Land ist, sieht man auch, dass der dann zu zittern anfängt. Aber das macht ihm keinen Schaden, das ist egal. Und sobald er wieder in der Lava ist, läuft er wieder schneller. Ich kann den natürlich auch mit einem Schnelligkeitstrank abwerfen, aber der Effekt funktioniert dann nur in der Lava. Und sobald er an Land ist, bringt sich die Schnelligkeit dann nichts mehr. Wenn die Strider gerade zu weit weg sind, kann ich einfach einen Fungus in der Hand nehmen und dann lockt man diese eben an. Das Ganze funktioniert auch mit der Wirpilzangel. Und mit den Warped Fungus kann man diese dann auch züchten. Und was auch geht, ist, dass man die an eine Leine nehmen kann und dann an einem Zaun befestigen kann. Aber da sollte man am besten den Netherzaun nehmen. Also den Netherzaun nehmen. Und diese Strider, die gehen einfach über so kleine Mobs wie zum Beispiel Katzen drüber. Und das macht ihnen aber nichts aus. Schaden erleiden die Strider durch Regen und Wasser. Und wenn sie sterben, dann droppen sie 0 bis 5 Fäden. Wenn die Farmer überflüssige Samen im Inventar haben, werden die daraus mit dem Komposter Knochenmehl machen und dieses Knochenmehl dann auch für die Pflanzen verwenden, damit diese eben schneller wachsen. Das Knochenmehl wird sogar untereinander ausgetauscht, damit auch die anderen Farmer vom Knochenmehl was davon haben. Wenn Lava auf Blaueis trifft, entsteht ein Basaltblock. Allerdings muss sich darunter eine Seelenerde befinden und dieses Blaueis ist ja das Eis, das man unter den Eisbergen findet. Im letzten Snapshot konnte man Basalt noch zu glatten Basalt schmelzen. Das geht jetzt nicht mehr, sondern man muss den jetzt craften oder man verwendet dafür eine Steinsäge. Man kann das Netherholz nicht anzünden, also es ist immun gegen Feuer und dementsprechend kann man das Holz jetzt auch nicht mehr im Ofen als Brennmaterial verwenden. Aber was jetzt funktioniert ist, dass man für jedes mögliche Crafting-Rezept jetzt auch das Netherholz verwenden kann und das geht auch für das Lagerfeuer, was dann irgendwie auch wieder ein Widerspruch zu dem ist, dass man Netherholz nicht anzünden kann. Aber das ist ziemlich egal, jedenfalls Netherholz funktioniert jetzt bei jedem Crafting-Rezept. Der Seelenanker, der wurde jetzt auch so ins Deutsche übersetzt, kann mit einem Werfer jetzt aufgeladen werden. Die Goldtextur wurde jetzt wie angekündigt verändert und beim Tausch mit den Piglins wurde wieder was verändert und zwar kann man jetzt die Bücher und die Schuhe mit der Verzauberung Soul Speed mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bekommen und zwar wurde das erhöht bei den Büchern von 0,25% auf 1,2% und bei den Schuhen von 1,2% auf 1,9% erhöht. Ihr könnt jetzt noch weitere Snapshot-Vorstellungen angucken, lasst noch einen Daumen da und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.